Was ist die große Lehre der aktuellen Bundesliga-Saison? Keiner kann es mit den Bayern aufnehmen. Obwohl die Münchner gar nicht mal so souverän auftreten, Punkteausbeute immer noch sehr stark, ist keiner in der Lage, wirklich Tuchfüllung zum deutschen Rekordmeister aufzunehmen. Und so sieht es wohl so aus, als würde es wieder eine Saison werden, die Bayern am Ende gewinnen. Interessanterweise, wenn wir auf die Plätze dahinter schauen, gibt es einige Teams, die da auftauchen, die man vor der Saison nicht unbedingt da erwartet hätte. Grund genug, mal ein Video darüber zu machen, über die sogenannten Bayern-Verfolger. Und wenn ich sage Verfolger, dann muss ich dieses Wort doch in Anführungszeichen setzen, denn das sind keine richtigen Verfolger, das sind mehr Mitläufer, Nachzügler, etwas in der Art. Ich glaube, den Begriff bzw. den Status des Verfolgers muss man sich auch erst erarbeiten. Aktuell kann ich das nicht so richtig gelten lassen. Aber egal, schauen wir einfach auf die Mannschaften, die dahinter tabellarisch stehen. Auf Rang 2 wäre das dann, etwas weniger überraschend als bei den anderen, RB Leipzig. Leipzig hat den zweit- oder drittbesten Kader, vielleicht viertbesten Kader, darüber kann man sich jetzt streiten. Hat einen der besten Trainer, sehr gute Infrastruktur und auch ein sehr gutes Scouting-Netzwerk, gerade in New York und Salzburg. Und Leipzig war ja phasenweise auch auf Augenhöhe mit den Bayern. Allerdings, den Leipzigern fehlt es noch an Konstanz. Das hat man diese Saison mehrfach gesehen. Nun könnte man sagen, Inkonstanz ist ein Riesenproblem für eine Mannschaft, die ganz oben mitspielen möchte. Das stimmt. Aber bei den Leipzigern gibt es einen Vorteil. Die Leipziger zeigen in den Schwächephasen, dass sie sehr gut damit zurechtkommen, immer wieder Lösungen finden, um aus diesen Schwächephasen herauszukommen. Das heißt, die Inkonstanz untermauert so gesehen quasi auch die Stärke der Leipziger. Denn erinnern wir uns an die Hinrunde. Es gab eine Klatsche gegen Manchester United und anschließend eine Niederlage gegen Borussia Mönchengladbach. Also sah nicht gut aus für die Leipziger. Aber sie sind da rausgekommen. Was war damals das Problem? Vor allem gerade in dem Spiel gegen Man United, der Aufbau der Leipziger war sehr anfällig. Das heißt, Man United hat die Leipziger bis an die Mittellinie gelockt, hat die Dreierkette rausgelockt und hat dann Pressingfallen aufgestellt, Bälle erobert und Kontersituationen eingeleitet. Die Leipziger waren etwas zu forsch, was den eigenen Spielaufbau betraf. Das ist natürlich ein Problem, klar, weil man dominant auftreten wollte, man wollte spielbestimmend sein, man wollte auch die Spielstärke nutzen von Hypermekano und anderen, aber ist dann ein bisschen vielleicht übereifrig gewesen, ist dann in Pressingfallen hineingetappt. Das war dann sehr, sehr bitter gegen eine Mannschaft wie United oder auch gegen Mönchengladbach zum Beispiel. Aber man hat eben genau dieses Problem dann relativ schnell gelöst. Bisschen konservativ am Spielaufbau, Viererkette da mal wieder benutzt und schon sah es für Leipzig wieder viel, viel besser aus. Heißt also, die Leipziger können eben eine Schwächephase dann auch sehr schnell wieder beenden. Das hat man dann jetzt auch nochmal vor wenigen Wochen gesehen. Es gab den Punktverlust gegen Wolfsburg. Es gab die Niederlage gegen Mainz 05. Also bittere Tage und Wochen, wenn man so möchte, für die Leipziger und ihre vielleicht noch Restambitionen auf ein Meisterschaftsrennen gegen die Bayern. Und gerade im Spiel gegen Wolfsburg zum Beispiel, wir kommen ja gleich auf Wolfsburg zu sprechen, war wiederum ein anderes Problem offensichtlich. Die Leipziger verfügen über kein, sagen wir mal, kraftvolles Mittelfeldzentrum. Das mag jetzt auf den ersten Blick etwas merkwürdig erscheinen. Mal beim genauen Hinsehen wird es vielleicht doch deutlich. Das heißt also, die Leipziger spielen, nehmen wir an, mit Marcel Sabitzer und Kevin Campbell im Mittelfeldzentrum. Das ist ein spielstarkes Zentrum. Das sind Spielmacher, die können das Passspiel gut aufziehen, die sind ballsicher, passt alles super. Problem ist nur ein bisschen, es gibt eben auch Mannschaften, die gerade dann in Umschaltsituationen, im Gegenpressing dann einfach viel mehr Wucht haben, viel mehr Physis haben und dann diese beiden Sechser quasi überlaufen können, wenn man so möchte. Die Wolfsburger haben das getan. Die Wolfsburger haben das zum Teil auch getan mit Überzahlsituationen, 3 gegen 2, was natürlich dann noch problematischer war für Leipzig. Aber auch insgesamt waren die Wolfsburger einfach, ich nenne es mal kraftvoller, sie waren ein bisschen einfach mit mehr Power ausgestattet im zentralen Mittelfeld. Problem war auch gleichzeitig, dass eben Sabitzer und Campbell, die jetzt gerade im Fall von Sabitzer ein ungeschulter
ja auch Offensivspieler, der jetzt mittlerweile im Zentrum spielt, ja nicht unbedingt der defensiv stärkste ist, dass eben beide aufgrund dieser Unterzahlsituation auch nicht so aggressiv waren, sondern sich eher zurückfallen lassen haben. Oder beziehungsweise dann gar nicht genau wussten, was sie tun sollen. Sollen sie rausrücken, sollen sie sich zurückfallen lassen? Schwierig. Ja, wenn man einmal in so einer Situation ist, ist es einfach schwierig. Was hat man gemacht gegen Leverkusen jetzt zuletzt? Die Umstellung. Jetzt waren es drei zentrale Mittelfeldspieler, weil Dani Olmo neben Sabitzer gespielt hat. In manchen Partien vorher gab es das schon in Ansätzen, aber gegen Leverkusen war es dann sehr deutlich. Heißt also, es gab ein Doppel-8, Sabitzer und Olmo etwas davor, Kampel etwas zurückgezogen. Was war gegen Leverkusen sofort auffällig? Kampel war ultra aggressiv zum Teil. Warum? Ja, er hatte eben auch noch die Unterstützung gehabt. Er war aber gleichzeitig eben auch der Sechser. Das heißt also, seine zentrale Aufgabe war es, diesen Raum zu sichern, da aggressiv zu sein und den Passfluss des Gegners zu unterbrechen. Und genau das hat er getan. Er musste nicht mehr so ständig pendeln zwischen vorn und hinten und sich mal fallen lassen, mal wieder aufrücken, dann auch Überzahlsituationen am besten vermeiden, beziehungsweise Unterzahlsituationen für ihn vermeiden. Das war also gar nicht mehr der Fall. Es war einfach so, dass Kampel sich darauf konzentrieren konnte, diese Sechserposition zu spielen, die Absicherung hinter Sabitzer und Olmo zu sein, um es mal ganz plakativ zu sagen. Und schon war er etwas aggressiver. Eben auch, weil er wusste, dass er quasi in einer anderen Umgebung spielt. Das heißt also, Leipzig ist insofern stark darin, eigene Schwachstellen sehr schnell zu beheben. Heißt natürlich, man verliert Punkte zum Teil. Wie gesagt, in der Hinrunde war das der Fall. In der Champions League war das auch ein relativer Kracher dann, den man da verloren hat gegen United. Am Ende konnte man sich aber noch durchsetzen und ist ins Achtelfinale eingezogen. Trotzdem, es gibt immer mal diese Schwächephasen. Das heißt also, die Leipziger schaffen es dann nicht immer, sich ja, lupenrein zu halten. Aber trotzdem eine gute Mannschaft, gerade die so taktisch variabel ist, die viele Spielertypen auch hat, die verschiedene Positionen oder Rollen ausfüllen können. Gerade dann ist es eben auch nicht schlecht, wenn diese Mannschaft dann sehr schnell reagieren kann, wenn die Mannschaft sich dann umstellt und diese Schwachstellen auch sehr schnell behebt. Denn es gibt natürlich auch andere Top-Teams, die bleiben ein bisschen phlegmatisch. Bei Leipzig ist das nicht der Fall. Heißt also, großer Pluspunkt, Leipzig auf Platz 2 und an sich nicht überraschend und auch angesichts vieler Leistungen auch komplett okay. Klar, man wäre natürlich etwas lieber, etwas näher an den Bayern dran, um sich vielleicht noch eine Art Meisterschaftsrennen zu liefern. Wird aber wahrscheinlich nicht passieren. Okay, es ist wie es ist. Kommen wir zum Drittplatzierten der Liga. Das wäre dann Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, Mönchengladbach, ach nee, der VfL Wolfsburg, ganz genau, der VfL Wolfsburg ist aktuell Dritter in der Bundesliga. Ist überraschend, muss man so sagen. Sicherlich die Wolfsburger werden, was die Kaderqualität betrifft, unterschätzt. Oliver Glasner als Trainer grundsätzlich unterschätzt. Alles richtig. Trotzdem ist Wolfsburg rein vom Potenzial her die drittbeste Mannschaft dieser Liga? Nein, natürlich nicht. Aber die Wolfsburger haben den Dreh quasi raus. Was heißt das? Wenn wir uns mal reinweg die Statistiken anschauen. Und ich nehme jetzt beispielhaft mal eine. Zweikämpfe im Pressing. Gibt es auch artverwandte Statistiken übrigens. Die zeigen einfach, wie schafft es eine Mannschaft im Pressing die Gegner festzunageln? Wie schafft es die Mannschaft, den Gegner in Zweikämpfe, in Duelle zu involvieren? Also wie oft gibt es auch Situationen, in denen es die Mannschaft schafft, quasi nur die Balleroberung als Möglichkeit heranzuziehen, wenn man so möchte. Das heißt also, Wolfsburg ist nicht nur stark darin, einfach den Gegner zu blockieren, sondern auch stark darin, diese Zweikämpfe zu kreieren und eventuell den Ball zu erobern. Es klappt nicht immer, aber schon das Szenario, die Möglichkeit, dass eventuell der Ball erobert wird, ist für Wolfsburg zumindest, für den Stil, den auch die Wolfsburger haben, ein großer Vorteil. Insgesamt sind die Wolfsburger eine der pressingstärksten Mannschaften der Liga. Ich würde sogar weitergehen, unter den Top 5 Ligen in Europa, eine der pressingstärksten Mannschaften. Und das ist an sich der, aus meiner Sicht zumindest, der Hauptgrund,
warum Wolfsburg so stark ist momentan. Die Wolfsburger verstehen es sehr, sehr gut, den Gegner unter Druck zu setzen, ihn in Fehler zu zwingen. Das hat einerseits mit der Ausrichtung zu tun. Die Pressingabläufe sind super. Das Auslösen des Pressings ist klasse. Das heißt also, bei Querpässen wird meistens ausgelöst. Das funktioniert sehr gut. Die Spieler kennen auch die sogenannten Signale. Das heißt also, wann sie dieses Pressing auslösen müssen. Das ist in Fleisch und Blut übergegangen bei den Spielern. Gleichzeitig auch ist das individuelle Pressing stark. Das heißt, Gerhard zum Beispiel als höherer Mittelfeldspieler im Pressing kann das sehr gut machen. Arnold als der Mittelfeldspieler, der ein bisschen dahinter spielt, kann das sehr gut. Also auch die individuellen Qualitäten sind da, um dann eben nicht nur, sagen wir mal, strukturell gutes Pressing zu spielen, sondern auch dann in diesen Zweikämpfen, die ich angesprochen habe, dann auch eventuell die Balleroberung dann zu erzwingen. Darüber hinaus Wolfsburg auch an sich eine gute Mannschaft. Sicherlich Pressing ist der Hauptgrund für den aktuellen Erfolg. Bei eigenem Ballbesitz ist es ein bisschen alles ein bisschen vertikaler. Klar, Wout Weghorst als Sturmspitze spielt da eine große Rolle. Der wird eben viel vertikal geschickt, bietet sich auch dafür an. Das ist also nicht unbedingt jetzt die höchste Fußballkunst, aber es ist doch recht effektiv. Und auch da, Klaasen als Trainer ist unterschätzt. Wenn man sich teilweise Spiele anschaut, da spielt auch mal Ottavio als falscher Außenverteidiger, rückt also ins Mittelfeldzentrum ein. Arnold spielt immer wieder tief, also er lässt sich immer wieder zurückfallen. Das macht er ja schon seit Jahren. Also er verbringt quasi seine halbe Karriere damit, zwischen die Innenverteidiger oder neben die Innenverteidiger abzukippen. Aber anders als in vorangegangenen Jahren ist Arnold besser angebunden an den Rest der Mannschaft. Das heißt also, er steht nicht einfach nur hinten, hat den Ball und schlägt ihn dann trotzdem nach vorn, sondern er hat dann eben die Möglichkeit, zum Beispiel mit jemandem wie Ottavio zu interagieren. Insgesamt, die Struktur bei Wolfsburg, auch bei eigenem Ballbesitz, macht Sinn. Das ist alles von einer gewissen Logik geprägt und natürlich auch von einem Merkmal, wo man sieht, okay, die Mannschaft hat das einstudiert. Die wissen, was sie zu tun haben und machen das nicht alles so intuitiv und schauen mal, was passiert und ja, in dem einen Spiel klappt es, im nächsten nicht. Nein, das hat alles System. Und das ist schon mal ein großes Plus gegenüber von einigen anderen Teams, die sich so im oberen Tabellendrittel bzw. in der oberen Tabellenhälfte befinden. Wird Wolfsburg nur Dritter bleiben? Eventuell nicht. Klar, andere Mannschaften haben einen besseren Kader. Trotzdem, insgesamt ist Wolfsburg eine Überraschungsmannschaft vielleicht, aber auch nicht ganz zu Unrecht da jetzt weiter oben. Und die Mannschaft erarbeitet sich in gewisser Weise auch jetzt wieder einen Status. Das heißt also, man akzeptiert, dass Wolfsburg besser ist als den Ruf, den die Wölfe zuletzt immer hatten. Und auch gerade Klaasen als Trainer erarbeitet sich ihm auch einen gewissen Ruf, weil er war auch so ein bisschen die graue Maus, der Trainer, und hat nicht unbedingt so den Status gehabt. Es ist ein bisschen anders. Kommen wir noch zum Viertplatzierten der Liga. Das wäre Eintracht Frankfurt, die ich auch schon in vorangegangenen Videos zum Teil immer mal besprochen habe. Und wenn ihr euch vielleicht daran erinnert, ansonsten schaut auch gerne mal rein. Wenn es um Eintracht Frankfurt ging, zuletzt auch in der ersten Hälfte dieser Saison, habe ich immer wieder darüber gesprochen auch, dass es die Frankfurter nicht schaffen, im Spielaufbau wirklich den Ball nach vorn zu bringen, auf eine konstruktive Art und Weise. Da gab es immer wieder Phasen unter Hütter, da stand die Mannschaft sehr breit, die Halbverteidiger standen sehr, sehr breit, die Sechser standen sehr breit, in der Mitte war gar keine Präsenz und dann ging es entweder die Linie entlang oder es gab einen Diagonalball auf Kostic und das war jetzt so das ganze Frankfurter Offensivspiel. Man hatte die Qualität, man hatte die Physis, um daraus was zu machen. Man hatte André Silva natürlich, und auch Bas Dost und hat mit Kamada jemanden gehabt, der wirklich auch in der Hinrunde sehr viel selbst kreieren konnte. Aber die Mannschaft ist nun um einiges besser, was die organische Spielgestaltung betrifft, wenn man das so bezeichnen möchte. Heißt also, Kamada ist nicht mehr ganz so wichtig momentan, dafür ist Silva um einiges wichtiger. Als er zusammen mit Bas Dost spielen musste, musste sich Silva häufiger mal so ins Mittelfeld zurückfallen lassen, war nicht so diese klassische Sturmspitze. Dost aber unbedingt auch nicht, weil er häufig auf die Flügel gegangen ist, obwohl er eigentlich der Strafraumtyp war. Also insgesamt komische Dynamik ganz vorn und auch dahinter ähnlich eben. Das heißt also, die spielstärkeren Mittelfeldspieler wie Rode zum Beispiel standen relativ breit, standen relativ weit außen,
waren also nicht ganz so involviert in dieses Passspiel, was eigentlich durchs Zentrum gehen müsste. Alles war so flügellastig, wie gesagt. Mittlerweile ist das ganz anders. Mittlerweile sucht Frankfurt konkret den Weg durch die Mitte. Nicht nur mit Silva als Zielspieler, sondern eben auch mit den anderen, die dahinter spielen, als klare Anspielstation und Durchlaufstation. Das funktioniert astrein. Und wir können das auch nochmal grafisch dann uns anschauen. So sah Frankfurt in der Hinrunde aus. Beziehungsweise, sagen wir mal, in der ersten Saisonhälfte. So sah Frankfurt zuletzt aus, in der letzten Partie. Das heißt, die Pässe gehen viel stärker durch die Mitte. Man versucht, den Gegner da zu durchbrechen, wo es sich am meisten lohnt. Es geht eben nicht mehr so über die Flügel, zumindest nicht mehr ganz so fokussiert und so erzwungen, mehr oder weniger. Und trotzdem hat man immer noch die Spielstärke auf den Flügeln. Kostic bleibt Kostic. Der ist immer noch da. Aber alles funktioniert etwas strukturierter und etwas konstruktiver in gewisser Weise. Silva, ganz klar, einer der wichtigen Spieler jetzt aktuell. Frage bleibt, was passiert jetzt mit Jovic und Silva? Muss Silva dann wieder zurück in die jene Rolle, die er schon einmal hatte, zusammen mit Dost? Oder wird es da Wechsel geben? Wird immer nur einer der beiden spielen? Was natürlich bei der Qualität der beiden ein bisschen fraglich erscheint. Also da gibt es sicherlich noch das eine oder andere zu lösen. Aber aktuell, in der aktuellen Verfassung, ist Frankfurt einfach viel, viel besser nochmal. Und man sieht diese Entwicklung im Vergleich auch zur ersten Saisonphase bis zur Winterpause. Und das ist ja schon mal beeindruckend. Dass es dann am Ende belohnt wird mit einem vorderen Tabellenplatz, umso besser. Das zeigt ja, dass es sich eben lohnt, auch mal den nächsten Schritt zu gehen. Dass es sich lohnt, auch mal daran zu arbeiten. Selbst wenn die Frankfurter waren auch in der ersten Saisonphase stark und haben gut verteidigt. Gerade das Pressing ist auch stark. Da sind sie mit Wolfsburg fast auf Augenhöhe. Also gegen Frankfurt sollte man sich selten Fehler erlauben, am besten gar keine. Trotzdem, Frankfurt hat nicht das gesamte Potenzial ausgeschöpft. Das machen sie erst jetzt. Deshalb stehen sie auch vor Leverkusen, vor dem BVB und auch vor Gladbach. Auch da natürlich die Frage, wird das jetzt bis zum Ende der Saison so bleiben? Mal sehen, wissen wir jetzt aktuell noch nicht. Kann sein, dass sich das noch ändert. Absolut, klar. Aber die Momentaufnahme ist interessant. Wir haben eben zwei Teams, die starkes Pressing spielen. Bei Frankfurt ein bisschen mehr über die Athletik, bei Wolfsburg sehr stark über die Struktur. Und gleichzeitig strukturierten Ballbesitz spielen. Einen Plan haben in allen Spielphasen und zack, ist man auf Rang 3, Rang 4. Ist man deshalb ein Bayernverfolger? Um auf die Ausgangsfrage zurückzukommen, nein, natürlich nicht. Man ist kein Bayernverfolger in dem Sinne, aber man ist zumindest ein Anwärter auf die Champions League Plätze und das ist ja auch schon mal was. Insofern, mal sehen, wie es in den nächsten Wochen weitergeht. Mal sehen, ob sich die vermeintlichen Top-Teams, ich habe gesprochen Bayern, BVB und auch die Fohlen, ob die sich wieder zurückarbeiten können. Es sollte Ansporn sein für diese Teams, dass über ihnen Mannschaften stehen mit einem Plan, allerdings auch mit einem schlechteren Kader. Wenn das kein Ansporn ist, dass man selbst an sich arbeitet, dann weiß ich es auch nicht. Also schreibt gerne eure Meinung zu den sogenannten Bayern-Verfolgern, zu den anderen vermeintlichen Top-Teams, zur Lage der Liga oder zu was auch immer euch auf der Seele brennt, in den Kommentarbereich. Ansonsten, sollte euch dieses Video gefallen haben, dann gerne liked es. Sollte euch dieser Kanal gefallen und ihr habt ihn noch nicht abonniert, weil ihr vielleicht zufällig drauf gestoßen seid, dann gerne abonniert den Kanal, bleibt immer up to date und dann hoffentlich bis bald.